Ihr sitzt oder du sitzt gerade aktuell an deinem neuen Album. Das kommt nächstes Jahr raus und da hast du auch schon einige Songs dafür geschrieben. Hast du eine Idee, welche du draufpackst oder? Ja, das sind wir jetzt gerade am Entscheiden. So, ich habe jetzt an die 30 so mal geschrieben, so teilweise auch nur erstmal Strophen so und geguckt, wie es kommt. Und jetzt haben wir einen Produzenten gefunden in Köln, mit dem haben wir jetzt aufgenommen so und sind jetzt am Produzieren noch. Und ja, wir haben jetzt schon ein paar Songs ausgesucht und haben fast alle Songs zusammen. Ja. Und im Januar, Februar wird es wahrscheinlich fertig. Da geht's so richtig los. Du hast ja die ganze Zeit in Englisch gesungen und jetzt auf einmal in Deutsch. Was war los? Hast du keinen Bock mehr gehabt oder sagst du, nö, das ist einfach mal ausprobieren? Ja gut, also eigentlich war mehr andersrum das Ding. Also ich habe mehr mit dem Englischen ausprobiert. Ich habe, bevor ich halt nach Amerika bin, immer deutsche Sachen geschrieben und dort halt mit Amis zusammengearbeitet und halt irgendwie in die fetten Studios rein mit den Produzenten dann, und dann war das überhaupt nicht zur Debatte gestanden, ob jetzt da Englisch oder Deutsch gemacht wird. Da wurde Englisch gemacht und ich hatte auch echt Spaß dran. So, es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, boah, da muss ich mich jetzt voll überwinden, das zu machen und so, weil ich habe auch Spaß am Produzieren und am Ausprobieren. Habe mir echt, ohne einen Kopf zu machen, einfach mal da mich ausgetobt. Aber jetzt möchte ich halt wieder irgendwie auf Deutsch schreiben, weil mir halt das Schreiben an sich so viel Spaß macht. So, deswegen mache ich das gern. Aber natürlich schön, ne? Viele müssen sie ja schreiben lassen. Du machst das alles allein. Das ist ja ganz, ganz pfiffig. Das ist sehr pfiffig. Das ist richtig pfiffig. Was war bisher dein größtes Highlight? Boah, mein größtes Highlight war gigmäßig haben wir, boah, wir haben eine Menge Gigs gespielt. Ich finde eigentlich so, es ist alles geil. So, weil zum Beispiel wir haben letztes Jahr, wir haben uns ja vor 2 Jahren, war ich auch schon mal hier bei euch im Bus, und da habe ich gerade, glaube ich, eine Weihnachtstour gespielt. So, da waren wir irgendwie durch 60 Mediamärkte unterwegs, das war richtig cool. So, und dann waren wir auf einer Schultour irgendwie von 50 Schulen irgendwie überall in Deutschland, und ich finde das irgendwie, das ist cool, einfach das ist ständige unterwegs sein irgendwie. Du kommst ja aus Neustadt. Man hört es komischerweise gar nicht. Ne, Hochdeutsch, gell? Sagt man ja, nicht so schlecht. Wie ist das dann, wenn du dort auf die Straße gehst? Ich meine, mittlerweile kennen die dich auch alle. Erkennen die dich generell überall auf der Straße schon? Laufen die dir nach? Und wie sieht das aus? Ja, das ist echt entspannt eigentlich. Also es passiert mal ab und zu, dass mich jemand erkennt, und ich nehme das auch echt, ich freue mich da auch ein bisschen drüber, weil die Leute sind ja auch nicht irgendwie assig oder uncool, sondern mehr entspannt und cool. Und deshalb, ja, also es geht noch alles Also die klar. verfolgen dich nicht, so Nee, ich wie. werde jetzt nicht verfolgt. Ja, was steht als nächstes bei dir an? Als nächstes steht das Album erstmal an für Release, so Album-Release, und dann wollen wir jetzt, haben wir eine fette Promo-Kampagne geplant mit Videos und Tracks, die wir raushauen wollen, und das haben wir jetzt gemacht, so alles mit so einem Team zusammen. Irgendwie, ich habe jetzt über die letzten 2 Jahre auch echt mein Team erst gefunden, so jetzt mit denen ich halt echt gut arbeiten kann, und ja, jetzt erstmal das Album fertig machen. Also, die hast du immer wieder bei den Gigs kennengelernt und dann hast du gesagt, okay, den würde ich gerne mal Ja, ausprobieren, voll oder? verrückt, ey. Also die Band habe ich irgendwie, mein Bruder ist halt Saxophonist, so ein Jazzer an der Hochschule, und über den habe ich halt die Band kennengelernt. Die sind alles halt auch Jazzer. Und ansonsten trifft man halt irgendwie über verschiedenste Ecken echt die Leute über die Zeit. Und irgendwann merkt man halt echt so, wer passt und wer nicht, ne? Ja, so soll es sein. So ist eine Liebe ja nicht anders, ne? Ganz genau so. Ja, genau, so ist es.